Hey liebe Leute, willkommen zum neuen Video A bis Z, in der ich jeden Helden einmal vorstelle. Von A bis Z geht das durch. Und heute sind wir bei Arum. Wir haben leider Astrid ein bisschen vorgezogen. Das Alphabet habe ich wohl noch nicht so drauf. Und wir gehen jetzt ein bisschen über Arums Fähigkeiten rüber. Arum ist ein sehr, sehr starker Tank, wird oft gebannt, wird oft gepickt. Kann man auf der Seitenlane spielen, kann man als Supporter spielen. Geht also beides sehr, sehr gut. Und jetzt gehen wir einmal schnell über die Fähigkeiten. So, kommen wir erstmal zur Passiven und dafür brauchen wir die erste Fähigkeit. Die erste Fähigkeit sind so Bälle, beziehungsweise Wölfe. Für mich sind es irgendwie Bälle. Und wenn so ein Ball oder so ein Wolf, ich mache mal zwei Stück, ein Ziel trifft, macht der Ball auf dem Gegner Schaden, wie man hier sieht. Und er heilt einen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein bisschen Schaden kriege, seht ihr, kriege ich direkt Heilung. Von diesen Bällen könnt ihr drei Stück haben. Das ist eure erste Fähigkeit und die solltet ihr halt immer schön hochstacken, dass ihr immer dauerhaft Heilung bekommt und dementsprechend auch immer in den Leuten drin steht. Dass ihr da auf jeden Fall nicht sterben könnt. Die zweite Fähigkeit ist in Kombination mit den Bällen. Wenn ihr drei Bälle habt, wirft ihr diese Bälle so nach vorne. Seht ihr hier. Und der erste Ball macht nichts. Der zweite, der slowt den Gegner. Und der dritte Ball, der stunt den Gegner. Also sehr, sehr gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur zwei Bälle habe, werden auch nur zwei Bälle geworfen. Wenn ich jetzt im Vergleich nur einen Ball habe, wird auch nur der erste Ball geworfen. So. Ultimate sieht so aus. Ihr hakt euch hier in den Gegner. Erzeugt sofort drei Bälle, das heißt, das könnt ihr auch machen, wenn ihr nur null Bälle habt. Und er kriegt trotzdem Schaden. Und das ist ein bisschen schwer zu erklären. Die Ultimate, jeder Schaden, also jeden Schaden, den ihr bekommt, den kriegt auch der gegnerische Held. Und jeden Schaden, den der gegnerische Held bekommt, den kriegt auch ihr. Das heißt, ihr teilt euch so ein bisschen den Schaden. Können wir hier auf jeden Fall mal austesten, denke ich. Ich renne hier mal rein. Und werde das gleich mal am Tower versuchen. Wenn Tanya gleich mal vorbeikommt, kann ich es euch bestimmt zeigen. Nathan, möchtest du? Ja, da kommt er. Perfekt. Mhm. Wir haben noch 10 Sekunden CD. Schalte die schon mal aus. So. Kann jetzt hier reingehen. Und ihr seht, Tan kriegt hier den Tower-Schaden mit ab. Jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt bin ich tot. Und ja, das waren die Fähigkeiten. Und jetzt gehen wir auch direkt schon ins Gameplay rein. Bis gleich. So, wir sind in-game. Und ich wollte eigentlich Support Arum spielen. Aber wir haben sie auf der Solo-Lane bekommen. Das heißt, wir kaufen uns jetzt mal kein Support-Item. Normalerweise hätte ich hier Essence of the Wind noch mitgenommen. Das lassen wir jetzt der Peurer, denn man kann nur einen Support-Item pro Team haben. Und ich werde jetzt erstmal direkt auf die Schuhe gehen. Und mir dann, glaube ich, erstmal einen Frostmantel holen. Ich denke, das wird ganz gut. Normalerweise würde ich jetzt auch invaden, das mache ich aber nicht. Denn dann kriegt der Gegner zu viel Farm auf der oberen Lane. Mal schauen, da ist der Omen auf jeden Fall gewesen. Der defft da ganz gut. Und kann jetzt hier, denke ich, ich glaube, ich kann die eventuell sogar vor ihm auspushen, die Lane. Denn, ihr seht das, ich heile mich super krass hoch, ja. Der kann hier nicht so viel gegen uns machen. Habt ihr gerade gesehen? Der hat versucht, uns zu traden. Aber ich habe mich einfach so komplett hochgeheilt. Da hat er kaum irgendwie eine Chance. Kann hier sehen, so ein bisschen die Nein von dem Creep. So, hat er den Creep nicht bekommen. Also er hat ihn bekommen, aber er hat die, nicht den Last Hit gekriegt. Was sehr, sehr gut ist. Kann hier wieder einfach ihn wegzonen. Einfach wegzonen. Gar nicht unbedingt aggressiv reinfighten, sondern einfach immer nur wegzone. Hingehen. Und ihn wegzone. Eventuell wird er das Ding kriegen. Ich versuch's mal mit hier meinem Erz bekommen. Ich hab's versucht mit meinen Wölfen zu holen. Aber der Burst ist halt nicht unbedingt da. Da haben wir ausgepusht. Wir müssen so ein bisschen auf Mana aufpassen. Mana-Haushalt ist nicht so einfach auf dem Helden hier. Und ich wollte auf den Frostmantel gehen, weil ich das Gefühl habe, Frostmantel ist ziemlich gut. Vor allem, wenn ihr Solo-Lane spielt, denn ihr könnt eine Fähigkeit aktivieren und ihr habt ja Long Range Auto Attacks. Und dann habt ihr noch einen zweiten Long Range Slow. Finde ich sehr, sehr schön, das Item. Harmoniert, glaube ich, gut auf dem Helden hier. Drei Leute sind unten. Der Kricknack holt dafür das Blatt. Gegen unsere Vio. Wir haben so ein bisschen Double ADC. Das heißt, der Gegner kann hier auf jeden Fall ziemlich gut ausrasten, der Kricknack. Weil er sehr, sehr viele leichte Targets hat. Einfach hier poke mit euren Long Range Attacks. Seht ihr, macht ihr sehr, sehr guten Schaden auf den Dude. Und den Kram nochmal hinterherwerfen. Und da ist der Kill. GG. Das ist halt, ihr könnt die so leicht runterpoken, die Leute, mit Arum. Und sie können euch halt nicht fighten, wegen eurer Passiven. Ne? Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich stark. Unten ist der Jorn gestorben, sehr, sehr schön. Und wir können jetzt einfach wieder hier auspushen, die Lane. Baba. Und jetzt haben wir auch Ultimate ab. Sehr, sehr nice. Wir schauen mal, da ist der Slims. Eventuell können wir uns den Blue Buff joinken. Ich hoffe, der verzeiht uns das, wenn wir den nehmen. Der ist nämlich gerade noch am Drake beschäftigt. Und ich hoffe, der verzeiht uns das. Ich glaube, der wird uns das verzeihen. Sonst muss ich nämlich in die Base. Ihr müsst es aufpassen, wenn ihr sowas macht im Solo-Queue.
dass die Leute euch nicht komplett totflennen. Gerade noch so bekommen den Drake. Denn die sind da unten noch am Fighten. Und wenn man den, also wenn die jetzt da unten noch mega lange fighten, dann ist der Blue Buff bei uns super lange nicht auf Cooldown und dann ein bisschen gewastet in der Zeit. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Slim super krank einen Blue Buff braucht. Denn wenn er nicht unbedingt seine Fähigkeiten random rumwirft, dann kann er auch ohne Mana ganz gut aushalten. So, ich renne mal in die Mitte. Ich habe hier nämlich ausgepusht. In der Mitte ist eine Wave. Die will ich mir auch noch mitnehmen. Denn der Russ ist ein bisschen gestorben. Also nicht nur ein bisschen, der ist gestorben. Und ihr wollt natürlich alles ausgepusht halten. Da ist Aleister. Kriegt er meinen Stun-Up? Der kriegt meinen Stun-Up. Jetzt flicker ich rein und ult ihn unter seinem eigenen Tower. Und er kriegt seinen eigenen Tower-Damage und holt damit den Kill. Laufe jetzt noch schnell raus. Und geh jetzt hoch. Das ist halt eine sehr, sehr gute Sache, die ihr machen könnt mit Arum. Dass ihr wirklich die Leute in ihren eigenen Tower wirft. Nochmal den Slow drauf. Vielleicht trifft er noch so einen Feuerball. Oh, schade. Ich hätte den zweiten Wolf erst procken müssen. Das war ein Fehler von mir. Hätte ich erst den zweiten Wolf aktiviert und hätte es dann geworfen, wäre der auf jeden Fall gestorben an der Stelle. Oh, schöner Speer. Nice. Da ist er auch noch tot. Sehr, 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 sehr gut gemacht. Nice Sache. Pushen hier mal jetzt kurz aus. Holen uns das Ding hier. Ups. Und jetzt haben wir auch schon unseren Frostmantel. Und jetzt sollte eigentlich Omen gar keine Chance mehr haben gegen uns. Wir sind jetzt so far ahead, dass der da, ich denke, gegen Arum nicht mehr so viel machen kann. Klar, später wird Omen wieder besser, wenn er wieder Gold aufgeholt hat. Aber im Moment, glaube ich, kann er hier leider nicht mehr so viel machen. Also leider für ihn, gut für uns. Zack. Hauen hier noch was rauf. Zack. Ich habe gerade gemerkt, ich glaube, die Bälle zählen als Auto-Attacks, kann das sein. Ich habe gerade irgendwie einen Auto-Attack-Proc bekommen. Zack. Werf hier nochmal meinen Poke rauf. Bam, bam, bam. Und da kommt der Rest und finisht den. Und jetzt kommt der Kricknack. Ich hole ihn hier im Tower. Ihr seht wieder, er kriegt den Tower-Schaden ab. Ich krieg zwar auch gut Damage, aber eigentlich sollten wir den kriegen. Wenn jetzt Rest kommt, Stun drauf. Und da ist auch tot. Sehr, sehr schön. Versucht das wirklich, die Leute unter dem Tower zu stunnen. Ihr seht, das bringt sehr, sehr viel mit der Ultimate. Da er super, super viel Damage auf die Leute drauf macht. So, ich port mich mal zurück in die Base. Leben auffüllen. Der Slims kann jetzt oben ein bisschen pushen. Ich denke, das sollte er machen können. Ich ping ihn mal hin, dass er da die Wave nimmt. Macht er. Sehr, sehr gut. Und ich gehe kurz mal in die Mitte und versuche hier nochmal mit dem Flicker und der Ultimate irgendwie einen Kill zu organisieren. Und das geht einfach so. Und dann Tower Stun. Da kommt noch ein Schneeball vom Rest. Und er ist nicht tot, aber jetzt ist er tot. Ja. Sehr, sehr gut. Oh nein. Ich bin voll in die Botlane reingelaufen. Die kam da gerade uns entgegen. War aber okay. War okay. Ihr habt gesehen, was ich vorhatte. Oh, kriegt er den? Nee. Jetzt haben wir halt das Problem, dass die Toplane nicht gepusht wird. Da jetzt drei Leute Mitte sind. Oh, schöner Snipe auf den Jorn. Und vielleicht wird da der Omen den Tower holen. Ja, sieht so aus. In so einer Situation am besten, wie wäre die Rotation besser gewesen? Wir sind in der Mitte gestorben, wir haben ein bisschen gefailt. Das bedeutet, die Botlane geht, pusht die Bot, dann geht sie in die Mitte und das Slims bleibt auf der Toplane in der Zeit und pusht die Toplane aus. Das wäre somit am besten gewesen, hätten wir gar nichts verloren. Also klar, am besten wäre gewesen, wenn wir nicht reingeintet hätten in der Mitte. Der Rest und ich, aber nachträglich, makromäßig, wäre das womit am besten gewesen. Ich hole mir den mal wieder, denn das Slims ist wieder unten am Sachen machen. Darum gönne ich mir hier wieder den Blue Buff. So, da ist der Blue Buff tot. Und wir machen Druck auf der Top. Wir sind super ahead. Da kann der Omen nicht so viel machen. Ich kann nochmal meine Stunts raufwerfen. Ultimate drauf. Oh, das ist merkwürdig. Er ultet mich hier. Ich werfe nochmal meine Stunts hinterher, aber der ist tot. Hat der Rest sehr, sehr gut gefinisht, den Omen. Pushe die Wave aus. Mitte muss einer wieder hingehen. Damit der Tower da nicht fällt. Ich hoffe, der Rest sieht das. Ne, der macht jetzt den Creep. Bei sowas direkt in die Mitte laufen, nicht den Creep machen, weil jetzt dieser Creep, den er jetzt gerade macht, der bringt dir mir jetzt, weiß ich nicht, 30, 40 Gold. Und was verliert er dafür? Mega viele Creeps in der Mitte, plus wir kriegen Tower-Schaden. Also war es umgerechnet nicht wert, diesen Creep zu nehmen. Okay, Kricknack ist auch hier. Ich weiß nicht, ob sie mich fighten können. Ich denke, die haben halt sehr, sehr guten magischen Schaden. Okay, die kommen mir zu Hilfe.
Ah, die trauen sich auch nicht mehr. Ich habe halt noch keine Magieresistenz, von daher hätten sie mich, glaube ich, mit Alistair gut fighten können. Mitte wird gepusht, sehr, sehr gut. Da ist der Omen. Und ich würde gerne den Jorn töten. Die sehen, also man sieht diese Bälle im Busch, by the way. Ich kann nicht an den Jorn, muss ich halt den Krag nehmen. Ich werde wahrscheinlich sterben. Nee, ich werde nicht sterben. Da kommt Omen. Ich werfe meine Bälle dahin, um den Gegner irgendwie einen Slow und Stun reinzuwerfen in deren Mengen. Der sollte auch noch sterben. Oh, das hat gut funktioniert. Das war ein Dive. 1 für 3. Sehr, sehr schön. Und wir kriegen noch den Blue Buff, Mana Buff, Red Buff. Den holen wir uns auch noch. Und dann holen wir uns noch hier den Spirit Sentinel. Vielleicht darf ich den sogar haben. Bin immer so ein bisschen gierig auf Buffs und sowas. Kennt man aber, glaube ich. Ich glaube, das ist jeder. Ich glaube, jeder hat gerne die ganzen Buffs und so auf sich drauf. So, Basen. Könnte man gut machen. Wir brauchen halt ein bisschen Mana. Gehen wir einmal in die Base zurück. Bap. Unten ist die Vio. Ja, wir rennen in die Mitte. Mittellane kommt, pushen wir aus. Kommt der Leister. Da ist der Krack. Guckt, aber trifft nicht. Sehr gut, und wir bauen jetzt das dritte Item, dass wir Magieresistenz haben und damit sollten eigentlich gut gewappnet sein gegen das Gegnerteam. Oh, können wir uns hier den Blue Buff snacken? Das wäre eine Sneak-Aktion. Jo, haben wir hinbekommen. Sehr, sehr nice. Oh, wenn der Stun trifft, ist der RIP. Okay, hat nicht getroffen. Sein Stun trifft, aber der sollte nichts machen können. Ich bin halt, wie gesagt, super, super tanky schon. Hab außerdem noch den Heal durch meine Passive. Da kommt nicht so viel bei rum. Und ihr seht einfach, wie so Arum so unglaublich stark ist, Leute. Das ist wirklich krass. 5 Sekunden haben wir einen Flicker, dann können wir wieder einen Kill unterm Tower holen. Zack, der sollte auch wieder Lowlife sein. Das ist der Jorn. Krieg nochmal unsere Bälle hier. Bap. Ich überlege jetzt, ob ich hier reingehe, aber wir haben halt keinen Support für unsere Leute, gerade den Slayer, beziehungsweise den Drachen machen. Oh, 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 die usen ihre Ultis auf mich. Ich muss irgendwie zum Jorn durchkommen. Okay, wahrscheinlich sterbe ich. Peura hier wird nicht reichen, glaube ich. Oh, es reicht doch. Außer jetzt kommt der Jorn-Pfeil. Meine Bälle fliegen hier noch hin. Nice, der hat sogar noch einen Stun getroffen. Boah, der Peura hier war gerade MVP, Leute. Der hat mir da wirklich das Leben gerettet. Und ihr seht, der Gegner hat kein Grimorium. Immer noch nicht gebaut. Also, ich glaube zumindest, der Omen oder so hätte das Anti-Heal-Item kaufen müssen. Gegen Peura und Arum ist das ein Must-Have, Leute. So, die pushen Mitte. Wir holen uns hier mal den Dude. Ich hole nochmal kurz die Spinne mit ran. Vielleicht kriege ich es hin, dass ich hier beide gleichzeitig habe. Dass ich doppelten Heal bekomme und dass die beide gleichzeitig down gehen. Ihr seht, man hielt sich da sehr, sehr gut mit hoch. So. Der ist RIP. Und Mitte ist die Pura gestorben. Aber ich glaube, wir können das noch fighten, Leute. Ehrlich gesagt. Der wird hier angedingst. Sollte auch sterben. Jo, da ist der Krack tot. Werf nochmal meinen Kram rein. Oh, schöner Speer. Into Feuerball, into Speere, into My Balls. Nice. Sehr, sehr gute CC-Chain. Der Jorn hatte da nicht so viele Chancen. Oh, und da kam gerade der Omen, hat auch direkt wieder einen Speer ins Gesicht bekommen. Ich habe leider noch keine Ultimate. Ich kann ja noch nicht super helfen. Jetzt habe ich Ultimate, aber ich renne mal direkt zum Alistair durch. Will dem hier einfach nur zone. Okay, ich will ihn jetzt one-shotten. Zack. Ich habe Alistair geone-shottet. Ihr wisst ja, der Core vom Gegner, also dieser, da wo man spawnt, der macht unglaublich viel Schaden. Der one-shottet eigentlich jeden, der da reinläuft, fast jeden. Und der Schaden wird der reflektiert. Und dementsprechend habe ich gerade den Alistair geone-shottet, weil der Schaden von mir reflektiert ist. GG, Slims ist MVP, war ein cooles Game. Mega gebockt. Zack, allen Daumen. Ich habe am meisten Schaden gegeben, das ist weird. Aber trotzdem, GG. Schöne Runde. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und anscheinend war der AFK. Meh.